Hi Leute, ich grüße euch aus meinem Urlaub von einer unbekannten und einsamen Insel. Im Hintergrund sehen wir den Dschungel der Insel, also das, was ich bisher von der Insel gesehen habe. Ja, also ich bin hier im Urlaub. Von der Arbeitslosigkeit in den wohlverdienten Urlaub. Was war vorher? Stress, keine Arbeit zu finden. Stress, nicht passend für den Arbeitsmarkt zu sein. Stress, nicht passend für die Gesellschaft zu sein. Stress, umzingelt von normalen Menschen zu sein, die einfach alles normal finden. Wie kann man es normal finden, dass wir zwei Arme haben, wobei wir auch mehr oder weniger haben könnten? Man ist es gewöhnt. Mag sein, aber das ist keine Erklärung. Es gibt Lebewesen, die auf ganz andere Art und Weise überleben. Man könnte Gott auf den Plan rufen, dass er die ersten Menschen einfach so gebaut hat. Im Nachhinein erklären wir uns Abläufe logisch, aber die Abläufe und Dinge hätten auch ganz anders sein können. Wie kann man es normal finden, dass Jogginghosen Harzerhosen sind, aber Jeans total der Trend? Wo bin ich jetzt? Weit weg. Ein Gefühl von Freiheit. Ein Gefühl von Frieden. Kein Kampf. Ruhe. Ein Gefühl von angenehmer Untätigkeit. Aber ein Gefühl von Stress kommt da. Ein Gefühl von Stress, nicht untätig sein zu dürfen. Ein Gefühl von Angst, keine Arbeit zu finden. Ein Gefühl von Todesangst. Entweder Leben und Geld oder Sterben und Sinn. Selbst sein oder selbst entfremdet. Reden wir besser über das Wetter. Das Wetter ist durchgängig sommerlich hier und noch öfter viel zu heiß. Ich habe viel Zeit und absolut nichts zu tun. Keine Pflichten, keine Termine, keine Motivation. Doch zum Glück habe ich vorgesorgt. Ich habe natürlich vorausschauend die Langeweile in meinen Urlaub mit eingeplant und deswegen meine Akten mit eingepackt. Endlich habe ich mal die Zeit, all die wichtigen Dokumente für meine Zukunft einzuscannen. Zum Glück musste ich nicht extra einen Scanner noch einpacken, denn dafür habe ich ja mein Smartphone. Dank den E-Services der Bundesagentur für Arbeit kann ich rund um die Uhr von jedem Ort der Erde meine Arbeitssuchendmeldung machen oder einen Arbeitslosengeldantrag stellen. Hier im Urlaub habe ich endlich einmal wirklich genug Zeit, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich habe nicht nur genug Zeit, alle Dokumente für diese Arbeitslosensuchendgeschichten zu digitalisieren, sondern auch Bewerbungen zu schreiben an all die offenen Stellen. Für Bewerbung und Arbeit, da gibt es die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit bietet nicht nur als größtes Online-Jobportal einen umfangreichen Stellenpool, sondern sie ermöglicht es mir auch, Stellengesuche zu erstellen und zu verwalten. Durch Stellengesuche lasse ich mich und meine Skills von Arbeitgebern finden. Jaha, und die Bundesagentur für Arbeit ist online immer erreichbar. Ich kann morgens am Strand Stellenangebote im Stellenpool vermerken und abends in der Hängematte Bewerbungen schreiben. Und nachts träume ich von traumhaften Arbeiten und den schönsten Zukunftsaussichten. Ich würde jetzt einmal kurz vorführen, wie das dann auf dem Handy aussieht, das Ganze. Das Handy ist irgendwie so groß, dass ich es mit einer Hand kaum bedienen und halten kann. Also ich bin jetzt hier mal auf der Seite von der Jobbörse. Die Internetseite ist Jobbörse. Mit oe.arbeitsagentur.de und ich wollte es einfach mal zeigen, hier hat man 4 Bausteine, oben links kann man seine persönlichen Daten hinterlegen, oben rechts ein Lebenslauf, da kann man die Fähigkeiten reinschreiben und Stellengesuche einspeichern und verwalten, und wenn man sich dann finden lassen möchte, kann es vorteilhaft sein,
möglichst viele Fähigkeiten und Daten anzugeben. Es macht dann einen fleißigen Eindruck für den Arbeitgeber, der dann sieht, man hat sich richtig, richtig Mühe gegeben. Allerdings kann es auch zum Nachteil werden, wenn dann eine Sache nicht in die Erwartungen des Arbeitgebers reinpasst. Also es ist weder gut noch schlecht, möglichst viel hier reinzuschreiben. Jetzt wollte ich noch einmal kurz die E-Services zeigen. Das ist nämlich auch ganz wunderbar. In E-Services kann man sich arbeitslos melden, Arbeitslosengeld beantragen und so weiter. Den Urlaub könnte ich jetzt auch mitteilen. Die Zeit für Bewerbungen kann man sich eigentlich direkt schenken, weil die Arbeitgeber oft verkehrte Ansprüche und Erwartungen haben. Es ist eher ein Würfelspiel als ein Geigenspiel. Ja, ich habe ein ganz wichtiges Detail vergessen. Wie kommt man eigentlich zu den Zugangsdaten? Entweder man kann sich das von der Agentur von Arbeit einrichten lassen oder man macht sich selbst ein Konto. Allerdings muss man mit Post rechnen, denn darüber erhält man dann eine PIN, um das Ganze dann auch zu verifizieren. Es geht online alles schnell und einfach, ohne Warteschlange und ohne Warteschleife. Die 0800er-Nummer der Bundesagentur für Arbeit ist allerdings wenigstens gebührenfrei wählbar. Dank den E-Services der Bundesagentur für Arbeit wird nicht nur der anstrengende persönliche Kontakt überflüssig, sondern auch mein Gehirn. Meine persönlichen Daten sind dort sicher gespeichert, sogar sicher von meinen Eingriffen und erinnern mich immer daran, wo ich nach meinem Urlaub zu Hause bin. Es ist online einfach und bequem und schnell und rund um die Uhr alles Mögliche gespeichert und übersichtlich, gut sortiert darstellbar. Die Macher von der Werbung von E-Services haben gesagt, dass sie sich freuen, wenn ich die Services nutze. Deswegen nutze ich sie. Ich freue mich, wenn andere sich freuen. Die E-Services machen mich zwar nicht attraktiver und passender für den Arbeitsmarkt, aber was juckt mich überhaupt der Arbeitsmarkt, wenn ich in Seelenruhe auf meiner einsamen Insel weit weg von den Netthelfenden eines Tages zugrunde gehen werde?